9:57 Uhr, also 10 Uhr. Es geht heute endlich los. 7 Days, 7 Vlogs. Heute, liebe Leute, gibt es eine etwas speziellere Episode. Und zwar habe ich mir überlegt, da die Nachfrage da war und ich mal in einem InScope 21 Video nachgefragt habe, ob die Leute dieses Thema sehen wollen. Und zwar eine Art Drogentalk mit Tim zusammen. Da würde ich doch mal hoffen, dass es heute ein nicer Vlog wird und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Was geht ab, liebe Leute? Ich bin im Auto auf dem Weg zu Timerius Gablererius. Warte, was hat Spendi gestern gesagt? Was bedeutet irgendwie, ich hab was für dich, ich hab mein Herz für mich oder sowas. Also, falls du mich da nicht verarscht hast, dann heißt es, glaube ich, das. Naja, liebe Leute! Ich denke, wir werden erstmal noch eine Kleinigkeit essen gehen, uns ein Käffchen reinziehen. Und dann werden wir so langsam mal ein bisschen loslegen mit dem Thema. Also wir werden da jetzt auch nicht genau auf die Droge eingehen. Und ich muss auch von mir sagen, ich bin kein Drogenexperte. Ihr wisst von mir, von glaube ich, von allen Drogen, die ich bisher genommen habe. Das ist nämlich Alkohol, Gras, ich habe mal geraucht. Und ich habe einmal in meinem Leben Triffles genommen. Aber das habe ich euch alles erzählt. Mehr habe ich bisher in meinem Leben nicht genommen. Es gibt schon so ein paar Drogen, die mich selber reizen würden, muss ich ehrlich sagen. Aber ganz ehrlich, also wir werden es gleich besprechen. Tim hat da auch, glaube ich, sich viel drüber durchgelesen über das Thema Drogen. James, dann komm, gib Gas. Digga, auf geht's, komm. Trink, 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 trink. Jetzt war ich gerade bei der Tanke. Kommt auf einmal so ein älterer Herr zu mir, so gut aussehender Typ, so gestylt, dies, das. So richtiger Geschäftsmann halt. Sagt so zu mir, boah, der blubbert aber schön. Ich sag, vielen Dank, Ihnen Dankeschön und so. Ja, haben uns so ein bisschen unterhalten und so. Hatte mir so voll so Glückwünsche einfach gegeben zum Auto und so. Habe ich ihm noch einen schönen Tag gewünscht und alles drum und dran. War echt ein mega korrektes Gespräch. Ganz ehrlich, und ich muss ehrlich sagen, solche Gespräche führt man in Deutschland einfach viel, 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 viel zu selten. So, jetzt gar nicht mal bezogen aufs Auto oder sowas, sondern einfach, dass man sich mit einem Fremden so einfach mal nett unterhält. So, wo gibt's das denn noch in Deutschland? So, also zumindest in Stuttgart, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Gesellschaft wirklich so hardcore spießig geworden. So, ah, ich bleib lieber auf Distanz von allen und rede bloß kein Wort mit irgendeiner Person, die ich nicht kenne. Viele Grüße gehen raus an den, auch wenn er das Video nicht sehen wird. Wir sind jetzt gerade in der City. Ich habe den Timerius abgeholt. Wir werden jetzt jedenfalls kurz zu einem... Ja, Bruder, ich komme um 10. Ja gut, ist dann doch 11 geworden. Wir werden jetzt erstmal zu einem kleinen Aussichtspunkt fahren, denke ich mal. Und dann grabben wir uns ein paar Fragen. Pass auf, Auto, ich hab dein Leben gerettet, Alter. Digga, der hat dich fast überfahren. Ja, alles klar. Wobei ich mir das schon ein bisschen angeschaut habe und muss sagen, dass da ehrlich gesagt immer die gleiche Frage steht. Stell doch mal bitte eine konkrete Frage. Ja, was denkt ihr über Drogen? Guck mal, das ist Julian Bam. Oh. Ja? Ich persönlich bin jetzt kein harter Experte auf dem Gebiet. Tim kennt es ja schon ein bisschen besser aus. Aber ich denke mal auf jeden Fall, dass wir die ein oder andere, ja, sag ich mal, hilfreiche Information für euch haben werden. Warum sind die Pupillen so groß? Bis gleich. An unserem wunderschönen Aussichtspunkt. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir werden uns jetzt die ein oder andere Frage picken. Tim ist auch natürlich ganz klar am Start. Hat sich bezüglich dem Thema sehr intensiv damit befasst. Vorab möchte ich kurz sagen, dass das, was wir jetzt gleich so ein bisschen erzählen, das ist unsere Meinung über das ganze Thema. Wir wollen da jetzt gar nicht sagen, dass das Richtige ist oder das Falsche ist. Das sind einfach so ein bisschen unsere Erfahrungen, unsere Meinungen zu dem Thema. Wir wollen auch vorab sagen, dass wir niemanden irgendwie dazu bewegen wollen, irgendwie irgendwas zu nehmen oder sowas. Oder dass wir sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Das muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen. Was uns aber wichtig ist an alle Leute, die jetzt ein bisschen jünger sind, haltet euch erstmal ein bisschen auf Distanz von dem Thema. Lasst euch von niemandem da irgendwas einreden. Werdet erstmal ein bisschen erwachsen und dann könnt ihr euch über sowas Gedanken machen. Und das muss im Endeffekt jeder selber wissen. Aber euer Hirn nicht ficken. Ganz genau. Euer Hirn reift noch ganz, ganz lange. Keine Schlohwatze. Im jungen Alter ist das ganze Thema tabu für euch. Nebel Lupina Girl fragt: Ich will nie mit Rauchen anfangen, aber ich will wissen, wie es ist, wie man sich fühlt, damit ich weiß, was Leute so toll daran finden. Also zuallererst einmal würde ich dich bitten, Punkt und Komma zu verwenden. Also das erste Mal eine Zigarette geraucht habe ich, glaube ich, mit 17 oder so. Also auf jeden Fall zu früh, sagen wir es so. Was heißt zu früh? Ich würde so generell sagen, dass Rauchen jetzt nicht die beste Sache ist, die man machen kann. Das ist immer zu früh fürs Rauchen. Also wir wollen jetzt auf so ein bisschen auf paar Sachen so kurz und schlüssig eingehen. Was Tim auch gesagt hat, ist, wenn ihr so ein bisschen ein Video wollt, was so ausführlicher zu dem Thema ist, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben geben. Und auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr da hören wollt. Also Thema Rauchen. Für mich war Rauchen so, ich habe die erste Kippe probiert und es war so scheiße geschmeckt.
war irgendwie überhaupt nicht geil, aber trotzdem war so, nach einer gewissen Zeit hat man so gesagt, ja komm, eine geht noch, dann hat man wieder gesagt, es geht noch eine und so, und auf einmal hat man immer mehr Bock auf eine Zigarette gehabt und auf einmal haben die auch angefangen dann zu schmecken, so dieses, schnell süchtig. Genau. Also bei Zigaretten ist das so, man muss unterscheiden, Zigaretten und E-Zigaretten, das sind nochmal zwei Paar Schuhe, weil in der Zigarette sind nochmal so, das Nikotin, was dort drin ist, 35 mal potenter, das heißt, ihr habt auch Antidepressiva drin, zum Beispiel so Monoaminooxidase-Hemmer, das heißt einfach, dass so ein paar Neurotransmitter, die ihr im Kopf habt, dass die davon abgehalten werden, zurückzugehen, sodass sie drin sind und das Nikotin noch härter ballert. Ganz, ganz einfach erklärt. Wie fühlt sich so das Rauchen an? Das kommt ganz, ganz schnell. Also Zigaretten sind eine Droge, beziehungsweise Nikotin ist eine Droge, die sehr, sehr schnell einsetzt. Über viele Umwege release das Dopamin, okay? Und das ist so im Volksmund das Glückshormon, also eins von den Glückshormonen. Und ihr kommt euch da irgendwie einfach leistungsfähiger vor. Ihr habt so das Gefühl, dass ihr im Kopf viel schneller seid. Ihr seid viel offener. Ihr habt so das Gefühl so von kurz einfach, ihr seid so, ihr habt so ein kleines High, ihr seid glücklich. Muss man sehr darauf achten, um das zu spüren. Also alles sehr schwach, aber es ist auf jeden Fall da. Aber Rauchen generell, gerade vor allem durch den Zigarettenverbrennungsprozess und die ganzen giftigen Stoffe, die da drin sind, vor allem das Teer und so weiter, eine durchweg eigentlich ungesunde Sache, würde ich sagen. Das Ding bei Nikotin ist jetzt noch kurz, Leute, die von euch jetzt viele Zigaretten rauchen, versucht auf E-Zigaretten umzusteigen und dann mit dem Rauchen aufzuhören. Nikotin ist jetzt auch nicht das Beste auf lange Sicht, weil das können wir in einem anderen Video erklären, was genau Nikotin macht. Wir wollen jetzt, wie gesagt, auch gar nicht so tief auf diese Themen eingehen. Man kann sehr, sehr, sehr viel darüber sprechen. Okay, das ist zu Zigaretten. Wir haben einen Kollegen, der heißt eine Milchtüte. Ein Video zum Thema Drogen und Alkohol wäre übernice. Mit besonderem Fokus auf die Alkohol versus Gras-Thematik und noch ein paar Ausschweifungen zu den Psychedelics. Und mal so ein bisschen über das falsche Weltbild aufklären, dass Alk doch so gesund ist und die Kiffer und die LSD-Schreier alle Junkies sind. Boah, da kannst du 2 Stunden drüber reden. Da kannst du wirklich extrem lange drüber reden. Also ist vielleicht auch ein Thema, das für die Jüngeren nicht so interessant ist. Wir können für die Jüngeren eigentlich im Endeffekt nur sagen, so erstmal komplett den Kopf davon weglassen, die Finger davon weglassen, weil das ist einfach nichts für Jüngere, solche Drogen. Für die Älteren, ihr wisst von mir, ich habe schon mal Trüffel genommen. So, und meine Erfahrung dazu, kann ich euch das Video auch nochmal unten verlinken, was da meine Erfahrungen dazu waren. Die waren jetzt auch nicht unbedingt so nice, aber ich möchte das Thema natürlich jetzt auch nicht schlecht oder gut reden. Erstmal das Thema Alk versus Kiffen. Hier ganz kurz, ja Leute, ihr kennt mich ja als Sportler und so weiter und so fort. Ich, nur kleiner Einstieg, also wir wollen hier weder Drogen glorifizieren, das machen oft die Leute, die Ott geil finden oder die das scheiße finden, die tun das dann richtig verteufeln. Das ist beides nicht richtig. Kurz zu meiner Drogenerfahrung, was habe ich alles? Nikotin, Gras, Alkohol, Pilze, Trüffel ist dasselbe und Mescalin, das ist das, was ich kenne. Zu Alkohol gegen Ott, das ist ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn wir jetzt nur die gesundheitlichen Aspekte nehmen, dann ist die Sache so, ihr habt schon recht, Alkohol ist an sich schon schlimmer. Also du wirst durch Ott keine Leberzirrhose bekommen, du wirst keine Fettleber bekommen. Allerdings ist Ott bei Jugendlichen, vor allem so 15, 16, 17, 18 Jahre, ist Ott also sehr, sehr gefährlich für den Kopf. Das ist so ein bisschen so ein Trugschluss, den Leute heute ziehen und zu sagen, okay, Alkohol ist scheiße, Gras ist besser. Das stimmt nicht. Ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Meine Ansicht ist, dass wir viele verschiedene Persönlichkeiten sind auf diesem Planeten und dass jeder eine andere Form der Droge irgendwie für sich entdecken kann oder mit der Spaß haben kann. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass Alkohol an sich schlecht ist und das Gras an sich schlecht ist, aber es macht bei beiden, macht die Dosis das Gift. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, bei allen Sachen ist es so, dass die Regelmäßigkeit. Wenn man regelmäßiger Konsum und vor allem die Menge vom Konsum, wenn man von irgendwas einfach zu viel nimmt und es zu oft nimmt, dann ist es einfach auf Dauer gesehen einfach nicht gut. Gerade bei Alkohol ist es natürlich so diese Schäden sind direkter zu sehen, weil man am nächsten Tag einfach einen krassen Kater hat, man ist übel kaputt. Man merkt so, okay, der Alkohol hat mich letzten Abend schon richtig weggeballert. Beim Gras ist es natürlich so, man kann übelst stoned sein, übelst raus. Man wacht am nächsten Morgen auf und man hat jetzt keinen krassen Kater oder sowas. Man ist vielleicht noch so ein bisschen verklatscht oder so, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie den Tag hart zerstört oder so. Und kommt auf einmal viel raus. Rauch mal 3 Hüte im Bock. Also, abschließend zu Ott. Ich würde keinem empfehlen, dass zu machen, der jünger ist als 21. Also ich finde erst so eigentlich ab 23, 24, 25 suggeriert die Wissenschaft. Es ist nicht irgendwie fertig und das ist nicht endgültig, aber suggeriert die Wissenschaft, dass man ab diesem Zeitpunkt eigentlich kaum süchtig werden kann danach. Weil davor findet eure Hirnreifung statt. Und glaubt mir, Ott regelmäßig fickt eure Hirnreifung und kann, wenn ihr es lange macht, regelmäßig und viel davon, kann das wirklich nachhaltige Schäden davon tragen. Obwohl ich es immer noch als Genussmittel akzeptiere und ich finde es eine coole Sache so, ja, genauso wie mal ein Glas Bier trinken kann, was ich auch nicht verteufel. Aber es ist bei beidem, gibt es eine kritische Zone, die bei beiden auf ihre einzigartige Art und Weise
verheerende Schäden mit euch anstellen kann. Okay, gut, also wir haben jetzt mal so ein bisschen Alkohol, Rauchen und Kiffen mal so ein bisschen. Jetzt noch zu diesem Thema Psychedelics und so. Aktuell würde ich sagen, ich würde es nicht nochmal nehmen. Ich bin aktuell so ein bisschen so in dem Ding, wo ich sage, okay. Kannst du aber nicht verallgemeinern. Kannst du kann man nicht machen, ja. Ich würde mal allgemein zu dem Thema sagen, damit wir das jetzt nicht zu krass vertiefen. Bei solchen Sachen, psychoaktive Drogen, ist es Setting, also sprich, mit wem ihr unterwegs seid, wo ihr unterwegs seid, wie viel ihr nehmt, von wem, von was ihr was nehmt, wie ihr informiert seid und so weiter und so fort. Das sind alles sehr, 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 sehr wichtige Sachen. Und was ich unterm Strich dazu sagen kann, wenn ihr im richtigen Alter seid, sage ich mal, und die Droge wirklich nehmen wollt, ja, informiert euch über alles ganz genau, wie das abläuft. Nicht irgendwelche dubiosen Forum-Scheißeinträge lesen von in Anführungszeichen Junkies, die ihren eigenen Drogenkonsum rechtfertigen. Im Grunde genommen sind das alles psychoaktive Drogen, die wir gerade besprochen haben. Also die verändern euren Bewusstseinszustand auf irgendeine Art und Weise. Und jetzt bei diesen Sachen von Pilzen, LSD und Mescalin beispielsweise, nehmen wir jetzt mal die drei Sachen, sind alle ein bisschen unterschiedlich, sind aber in ihrem Effekt sehr, sehr stark. Wenn wir jetzt wieder kurz auf Studien beziehen, damit ihr kurz euch vorstellen könnt, was da so krass ist dran. Ihr erlebt Dinge, die sind zum Beispiel, man hat Mütter genommen, die Kinder geboren haben. Ja, und die haben, und das ist ja für Mütter ein sehr, sehr, sehr intensives und krasses Ereignis. Eben diese Mütter haben dann beschrieben, dass das von der Intensität her, also Pilze, LSD und Co., dass das von der Bedeutung für ihr Leben ungefähr auf diesem Level war. Also das sind sehr, sehr, sehr starke Drogen. Und also jetzt denkt nicht, dass sich das anfühlt wie eine Geburt. Nein, bloß so nicht, von der Intensität. Von der, das Ding, das Interessante bei LSD und Co. ist, dass das sind Drogen, die das niedrigste Abhängigkeitspotenzial besitzen, weil ihr nicht wirklich süchtig werden könnt davon. Also ihr könnt auch süchtig werden, hier jetzt kann ich süchtig werden, an Nikos Achseln zu schnüffeln. Ja, das ist eine psychologische Abhängigkeit. Bei Ott, wenn ihr zum Beispiel stark süchtig seid nach Ott und dann aufhört, dann werdet ihr anfangen zu schwitzen, ihr werdet nicht schlafen können. Also ihr habt keine, bei den anderen Drogen habt ihr keine körperliche Abhängigkeit. Genau. Also aber das heißt natürlich nicht, dass ihr euch jetzt jeden Tag Pappe einschmeißen sollt. Ne? Das wird man aber auch nicht wollen. Also ich habe das ja gemacht ein paar Mal, also ich habe jetzt LSD noch nie probiert, aber Mescalin und Pilze, und ich hatte noch nie das Verlangen, am nächsten Tag das wieder zu tun. Also was würdest du jetzt unterm Strich so dazu sagen? Ah, sagen wir es so, ich glaube, dass auch da die Dosis das Gift macht. Wenn ihr die Droge nehmt, ohne überhaupt irgendwas darüber zu wissen, dann kannst du euch echt übel verspulen, deswegen informiert euch. Ja, vor allem, wenn ihr dann noch irgendwas nimmt, wo ihr nicht sicher seid, was. Oder wenn ihr irgendwie anfangt, ich habe von vielen Kollegen auch gehört, die haben sich einfach mal Dings geschmissen, hier LSD oder was weiß ich was, und haben dann dazu noch, keine Ahnung, gekokst oder so eine Scheiße. Ja, sowas ist einfach nur dumm, sorry. Also das ist, und das ist wieder das nächste Ding. Also man muss auch immer gucken, was ist Sinn und Zweck dieses, in Anführungszeichen, Drogenkonsums. Ja, wollt ihr ein sabbernder Bastard in der Ecke sein, oder wollt ihr vielleicht wertvolle Dinge über euch selbst, die Welt und was weiß ich was? Klingt jetzt alles so ein bisschen pseudoprofund, ja. Aber man macht schon für sich selbst sehr, sehr intensive Erfahrungen, die auch überdauern. Im Endeffekt, es gibt zu den Themen so extrem viel zu sagen. Wir können jetzt hier, glaube ich, noch stundenlang weiterlabern. Das sollte jetzt auf jeden Fall mal heute so ein Video gewesen sein, wo wir einfach mal so, weil ihr hattet Bock drauf, so, ich habe mal in dem Video gefragt, ob ihr auf so ein Video Lust habt und so, dass wir so ein bisschen unsere Erfahrungen teilen, unsere Meinung teilen. Und im Strich würde ich einfach sagen, ich denke mal, wir haben unsere Punkte, die wir heute an Mann bringen wollten, alle rausgehauen. Danke, Tim, für deine Worte. Und auf den Stock erstmal ins Gym. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal.